Grüß Gott, dann, liebe Freunde des gepflegten Dauerlaufs. Wir sind im Mittelfeld zum Hollenmarsch, der heute Abend startet. Moja ist schon etwas aufgeregt. Aber vielleicht hat sie auch einfach Hunger. Jetzt ist Briefing für die das Briefing für die Rollenläufer. Nein, Rollenwanderer. So. Wir haben dann noch gucken wir mal eben. Rote Markierungen oder orange Markierungen. Also wenn wir die Wege damit zugemacht. Das heißt, da dürfte nicht rein. Also immer nur den weißen Markierungen. Es starten auch ganz schön viele Wanderer aus Marsberg heute. Ich glaube 10, 12. Ja, dass ihr eventuell, ich weiß ja nicht, ob ihr in Gruppen lauft oder alleine lauft. Das ist natürlich immer gut, wenn man in Gruppen läuft. Das ist ja schon dunkel, es ist Nacht. Ne? Also wer mich da vielleicht nicht mehr dazu Markierungen dran machen. Das ist ein Teil der Marsberger Wanderer. Die sind schon alle ganz emsig und haben Angst. Vor der Dunkelheit. Also ich könnte ja nicht wandern, weil ich habe Angst im Dunkeln. So, die 100 Kilometer Wanderer starten jetzt. So, ist ja schon ein bisschen gemein. Wir machen hier Pasta-Party und Reis-Party. Und der Hund muss zugucken. Kriegt gleich was, ne? Guten Morgen, liebe Freunde des gepflegten Dauerlaufs. Samstagmorgen, kurz vor 5 im Bödefeld. Der 10. Hollenlauf, der 13. Hollenmarsch ist gestern gestartet. Startet heute natürlich auch. Alles noch etwas verschlafen, außer Moja. Die ist schon etwas aufgeregt. Das erste Mal bei bestem Wetter. 110 Kilometer. Versuchen wir zumindest. Aber jetzt geht es erstmal zum Frühstück. Und dann schauen wir mal. Morgen. Kurzer Blick über das leckere Frühstücksbuffet. Moin. Als Kind habe ich mich auch schon mal so lustig mit Sonnencreme eingeschmiert. Aber dass man das in dem Alter noch. Das brennt auch schon. Na, wer den Schaden hat, ne? Entschuldigung. Dann fangen wir an. 10, 9, es geht los. 10. Hollenlauf. Oh, er ist ganz aufgeregt. 4, 3, guten Lauf. 2, 1. Viele Wolken, gute Klingel und bitte halt wieder zu kämpfen. Hey! Es ist noch weg, es ist noch weg. Komm, wir gehen mal hier an die Seite, Moja. Ja, ja. Bleib mal hier stehen, Moja. Wir machen mal eben hier noch ein bisschen. Ja, such den Stulle. Komm, such den Stulle. Wo ist er? Wo ist der Stulle? Schön hier heute Morgen. Guck, da kommt die Moja auch schon. Okay. Okay. Ist das nicht schön hier? Guten Morgen erst nochmal. Heute ist Jubiläum im Übrigen. Also für den Gesamten.
gesamten Hollenlauf. So. Das ist nämlich der 10. Hollenlauf. Einen wunderschönen guten Morgen. Moin, in der Schule. Da haben wir den Christoph. Ja, für mich ist das auch Jubiläum. Das ist der 5. Hollenlauf für mich. Und hier, wenn Christoph mal schwenkt, einmal rum, wird Paulus alter Nachbar sagen, Panorama. Ist schon schön hier, ne? Da links sehen wir schon den Skihang. Mit künstlicher Beschneiung. Da geht's hoch. Da geht's nicht hoch. Nee, da geht's nicht hoch. Andere hier. Aber da oben haben wir den Fernsehturm auf der Brücke auf. Da geht's dann lang. Aber wie du siehst, ist da keine Brücke. Wir müssen noch mal ins Tal. Genau. Wir laufen ja jetzt den Ballon. Den sagen wir oben. Wir empfehlen den Ballon mit so langen Schnürchen dran. Ja, es verspricht ein sehr schöner Tag zu werden. Es könnte ein bisschen warm werden, aber im Moment ist es noch kühl. Angenehm. Ja. Schauen wir mal, ne? Was heute so geht. So, für den Christoph Meyer ist extra hier ein Dixi-Klo hingestellt worden. Und das ist noch jungfräulich. Mann, da steht noch kein Drümmel drin. Ja, gleich aber. Ach, guck mal hier, hier ist sogar... Wir gehen einfach ein Stückchen weiter. Hier ist nämlich schon der erste Verpflegungspunkt. Guten Morgen. Guten Morgen. Ich habe dem Kollegen aber eine Freude gemacht. Ja. Nein, du sollst hier nichts essen. Hallo. So, hier sind wieder die Bäume, wo das Tannengrün für die Weihnachtsgestecke und Adventskränze immer geerntet wird. Deshalb sehen die so komisch aus. So, jetzt geht's auch wieder. Kamera hatte gerade einen Aussetzer. Jetzt haben wir leider den Einlauf zurück nach Bödefeld hier verpasst. Der Kopf hat mir gesagt, ich habe gefragt, wo ist der Glatzkopf mit dem Hund? 2 Minuten, aber ich glaube, der hat sich verlaufen. Sehr witzig. Sehr witzig. Was passiert? Gar nichts, wir sind ein bisschen gerade ausgelaufen. So. Wichtig ist, dass wir immer an dem Pilsener Wagen vorbeilaufen. Unter der Brücke. Der steht jedes Jahr da. Also der steht wahrscheinlich immer da. So. 15 Kilometer sagen die hier schon. Das kann aber nicht sein. Ich habe erst 14. Guten Morgen. Einen wunderschönen guten Morgen. Moja, komm mal hier rüber. Die Leute treten und was macht der Dussel wieder? Tritt die ganze Spur kaputt. Ja, Entschuldigung. Mann. Gibt wieder Ärger mit dem Veranstalter. Gut, dass Moja so leicht ist, da macht das nichts, wenn die mal in die Loipe tritt. Da stand gerade extra auf dem Schild. Ja. Kreuzbergloipe. Loipe bitte nicht betreten. Mal eine Frage. Auf dieser Streckenkarte, ich sage jetzt mal dieser Luftballon. War das das jetzt oder sind wir da jetzt noch drin? Nein. Oder sind wir jetzt quasi Anfang Schnur? Nein, ja. Ein zweiter Luftballon. Achso, dann habe ich das hier. Ja, aber das ist... Nein, das ist ja jetzt so der Zipfel von der einen Schnur. Es gibt ja 2 Schnüre mittlerweile. Wenn man das so... Das ist die Marathonschnur. Sozusagen. Ach klar, der Marathon ist ja auch nicht so, ja. So, Jesus wird seiner Kleider beraubt. Kein Wunder, bei diesen Höhenmetern hier. Hier nicht gehen, laufen! So. Da oben ist gleich die Kapelle, die wartet auf uns. So, die ersten Darsteller sind schon da. Moja, geh schon mal ins Bühnenbild. Auf dem Kalvarienberg angekommen. Willkommen in Israel, Jerusalem, Kalvarienberg. Seid ihr da beide Silvester hier gelaufen? Ja, ich hab den Urlaub gemacht. Ich auch. Über Weihnachten, Neujahr, da bin ich da gejoggt auf dem Motorsteig. Genau. Da kam mir entgegen. Boah.
Ja, an der höchsten Stelle. An der höchsten Stelle da. Ja. Bitte? Ein von euch, Moja, bist du von uns? Nee, du läufst einfach nur so hier mit, ne? So, 20 Kilometer haben wir schon. Sagt zumindest. Ach, die Beschilderung. So. Ich lass mich mal. Hund gibt Gas. Ein historischer Augenblick hier. Ja, ich bin da. Ich hab's geschafft. Ich bleib stehen. Hör auf. Das ist das, was der Meier einmal im Leben erleben wollte. Einmal Sessellift hochlaufen. Und hier gehen die Leute wieder das Laufen heute traben. Und die Rettungsnummer rufen. Es ist aber noch ein, wollte gerade sagen, wir haben gleich noch einen Skilift. Das ist der, wo wir drauf geguckt haben vorhin von da hinten, vom Hollenhaus. Das ist der, der nicht so steil ist. Der steilere kommt gleich noch. Da hinten waren wir haben vorhin drauf geguckt, in den Feldern da. Ist das nicht schön hier? Und das für 45 Euro nur. Ah, da kannst du aber nicht so eine gute Verpflegung unterwegs. So, jetzt sind wir auf der Hunau. Jetzt sehen wir auch schön den Turm hier in seiner ganzen Größe, den wir vorhin von gegenüber erspäht haben. Ein schön groß der Turm, ne? Insgesamt. Einer der hohen Berge, höchsten Berge hier im Sauerland. Ob hier was steht am Pfosten, wo wir genau sind. Ja, wenn. Hunau-Turm über dem Meer ist 794 Meter. Aber dann waren wir oben, also Bergstation Schlepplift, über 800 Meter. Sind ja schon wieder ein bisschen runtergelaufen. Sauerländer Hochgebirge. Ja. Moin, moin. Ey, das ist kein Dackel, vom Wegen. Moja, das ist ja eine Frechheit, ne? Auf dem Rückweg beißt du dir erst meine Wade, dich Dackel zu nennen. So, 28 Kilometer. So, Hund haben wir da vorne. Guck mal hier, Moja. Hier ist. Da. Ja, da vorne ist. Geh in Bach. Losgehen. Haben die ersten Verpflegungsstationen noch nicht? Weil da jetzt noch keine dann besetzt sind, wahrscheinlich. Ne? Das weiß ich gar nicht. Sind nachts schon Verpflegungsstationen? Ja. Ja, echt? So, ja. Aber die Wanderer kommen nicht hierher, oder? Ja, alle Langstrecken ab 42 kommt hierher. Allerdings alles nur auf einem Weg. Hallo. Okay, so einmal kurz die Straße kreuzen. Wir kommen jetzt gleich schon nach Neuastenberg hier. Haben die 37 Kilometer, glaube ich, schon passiert. Alles ist gut. Die sehen gut aus. So, hier vorne geht es gleich hoch. Den Skihang. Machen mal wieder eine kleine Geh- und Walking-Pause. Den Skilift hier hoch, ne? So, 40 Kilometer und der Wendepunkt der 55 Kilometer Wanderer. Bis später. Müssen wir erst über die Matte? Ne, hier ist gar keine Matte. Ach so. Okay. Guck mal, hier ist unser Lieblingsverpflegungspunkt. Schönen guten Morgen. Oh, hier steht schon Schnaps. Hast du gut geschlafen?
So, die Fläschchen sind wieder aufgefüllt. VP Lenneplatz, 40 Kilometer ist verlassen. Das Wetter ist ein Träumchen. Leichte Brise. Natürlich ist es warm, aber noch nicht zu warm. Moja ist noch bei bester Laune. Kann eigentlich nichts schief gehen heute. Schauen wir mal. Wie die letzten. Ja, Christopher kommt noch. Der hält noch fleißig durch. Und der Rest? Ja, der müsste an der... Ja. Die ersten vier Marsberger Wanderer sind uns jetzt schon entgegengekommen, ne? Oder fünf. Ja. Ist mit dem Zählen manchmal ein bisschen schwer. Hey! So, Kilometer 50 ist erreicht. Wendepunktstrecke der 75 Kilometerläufer. Und auch wir müssen jetzt gleich eine Entscheidung treffen, weil es echt warm ist für den Hund. Ja. Von daher werden wir mal gucken. Moja, wie geht's dir? Moin, moin. Guten Morgen. Na, geht's euch gut? Ja, teilweise. Boah, das kommt aber sehr zögerlich. Ja. Moja, komm. Ja. So, wir haben eine Entscheidung getroffen. Da es ja echt warm ist und Moja schon wirklich den Schatten sucht und es von hier ab jetzt noch der lange Kanten 60 Kilometer wären. Richtig? Ich glaube, haben wir die Entscheidung getroffen, zu drehen, nur die 75 zu machen. Weil wir sind ein Team und es muss ja immer Rücksicht genommen werden auf das schwächste Glied im Team, ne? Und bevor wir uns hier hinterher irgendwie quälen oder ich den Hund quäle oder sonst irgendwas, laufen wir jetzt locker die 75 ins Ziel. Die habe ich auch noch nicht gelaufen oder die bin ich noch nicht gelaufen bisher. Von daher alles gut. Hi. So ist das. Der Schatten ist schon etwas wenig hier, ne? So, der Stuhl hat wieder mit zur allgemeinen Heiterkeit beizutragen. Da sind nicht zwei Blondinen, Arbeitskolleginnen. Sag mal, gestern auf dem Betriebsfest. Hast du noch gebumst? Ja, mit zwei. Wie mit zwei? Nur mit zwei? Ja, mit der Betriebsfeuerwehr und der Musikkapelle. Der Film ist mal wieder nur ab 16. Das Turm geradeaus. Ja. Schön ist das hier zurückzulaufen jetzt, auch wenn es warm ist, ne? Viel Spaß noch. Ja, ebenfalls. Hau rein. Haut rein. So, linke Hand. Hinten auf dem Berg sehen wir wieder den Funk- und Fernsehturm. Oh ja, bei dem wir heute Morgen waren. Auf der Hunau. Genau. Wo wir den ersten Skilift hoch sind, um dahin zu kommen. So weit weg. Und die lange Wiese ist besonders schön hier immer wieder. Gerade um diese Jahreszeit, wenn die dünnen Wiesenblumen so schön blühen. Blumen.
Löwenzahn. Klee. Ja, und 500 Meter, dann sind wir am Tretbecken. Genau, da gibt es schönes, kühles Wasser. Da können wir erstmal ein kleines Päuschen machen. Ja, der Moja ist doch etwas warm. Sie nutzt schon jede Schattengelegenheit jetzt. Vielleicht doch ganz gut, dass wir umgedreht sind. Ah, so. Hey, jetzt mach ich aber kein Radau, sonst kriegst du kein Wasser. Doch, doch. Jetzt nehmen wir gerne zwei Stück Bier. Boah, ist das gut? Ja? Doch. Wir haben dich aufgebaut. Das musst du selber. Nee, ich hab's aber gerade gesehen. Ja, es sind schon mal welche dran vorbeigelaufen. Aber die merken das dann schon später. So. Ja. Vielen, vielen Dank für alles. Gerne. Nächstes Jahr wieder, ne? Bis nächstes Jahr. Ciao. Macht's gut. Ciao. Oh ja, komm. Viel Spaß beim Rest. Ja. Ebenfalls. So, jetzt sind es noch 15, kann das sein? Ja. Gut. Ja, dann glauben wir das mal, ne? Locker, locker. Unser Lieblings-VP, ne? Es war wieder schön mit Bier und netten Mädels und einem Buffet, wo nichts fehlt. Immer schön was los hier auf der Strecke. Was sind die? Hallo. Immer mal Hallo sagen, ne? Hallo. Das Wetter lockt doch den einen oder anderen Wanderer hier auf den Ruttersteig heute. Traumhaft. Hochsommer im Mai. Hatten wir auch schon lange nicht mehr. Also zumindest hier nicht. So. Nasse Wiese. 5 Kilometer noch. Es ist schon warm jetzt. Ne? Moja, wem bellst du denn jetzt an? Dich? Hat er dich angebellt? Das machen wir aber nicht, Moja, hier. Sowas machen wir nicht. Keine anderen Läufer anbellen. Ne? Naja, ein Hügel, ne? Okay. Der will bestimmt woanders hin. Macht's gut, bis nächstes Jahr. Ja, ciao. So, Moja. Fünf Kilometer, nur noch bis zum Ziel. Das machen wir locker, Moja, ne? Komm mal hier hin, Moja. Kommt ein Auto. Heißt zwar nicht, was das da macht, aber Tagespflege. Tschüss. Ja, noch etwas. Mehr wie 3 Kilometer. Alles bestens. Resümee schon mal so ein bisschen. Es war heute warm, ne? Gut, dass wir vorher zurück sind. Oh, jetzt ist es aber wirklich warm hier die letzten Meter. Grüne Feld rein. Alter Falter. So, Bödefeld ist in Sicht. Kann nicht mehr weit sein. So, das ist auch das Schöne. Hier kriegt man noch mal kurz vorm Ziel direkt
gibt eine Verpflegung. Flasche Bier zum Mitnehmen. Ein leckeres Grevensteiner zum Mitnehmen. Nee, Feldins. Achso, ja, Feldins. Und Grevenstein. Aus Grevenstein. Sogar, naja, zumindest nicht ganz warm, ne? Kilometer auf die Hand. Bitte. So, die letzten Meter zum Ziel. Ach, hallo. Hallo erstmal. Alles gut bei euch? Schön. Und wir sehen noch gut aus, oder? Naja. Ich kann nur sagen, schade, dass es schon vorbei ist gleich. Ach, guck, hier ist der Wagen auch nochmal, den wir heute Morgen nicht draufgekriegt haben. Oh. Vom Pilsner. So, die letzten 200 Meter oder so. 100 Meter. Oh ja, komm her. Hallo. Hallo. Ja, kommt der nächste 101 Kilometer Marschierer. So. Tilo Stein. Direkt 75 Kilometer Läufer dahinter. Christoph Wurm und Thorsten. Stohldreier. Stohldreier. Stohldreier, genau. Stohldreier. Und Moja. Ach, das ist ja, Moja. Das ist Moja. Sie sind in Einfeld. Genau, da geht's um die Hütte. Ah. So, das Schönste hier ist ja nach dem Lauf, bei diesem Wetter, in diesem schönen Bach, ne? Sehr schön. Und wir sehen so. Und hier, das ist nicht einfach nur noch Christoph Meier, das ist jetzt Ultra-Meier. Christoph Ultra-Meier. Ja, 8 Stunden, 7. Chapeau! Well done! Willkommen im Club. Die beiden hier. Alter, das klingt sportlich elegant, kann ich gleich sagen. Nicht nass spritzen mehr, das mag sie jetzt, glaube ich, nicht mehr. So. Und hier, das ist nicht einfach nur noch Christoph Meier, das ist jetzt Ultra-Meier. Christoph Ultra-Meier. Ja, 8 Stunden, 7. Chapeau! Well done! Willkommen im Club. Die beiden hier. Alter, das klingt sportlich elegant, kann ich gleich sagen. Nicht nass spritzen mehr, das mag sie jetzt, glaube ich, nicht mehr. So. Ist das nicht schön hier? So. Ich lege mich jetzt mal hier hin. Ah. Winken! Nee, die winken nicht. Oh. Peter! So, eigentlich brauchen wir heute Abend gar nicht duschen. Oh ja, kannst du noch ein bisschen lecken? Nee, wohl ja, nicht. Könnt ihr auch mal einen zum Blinken kaufen. Ganz klein. Ich mache nichts, ne? Also. Kann man das sehen? Das ist keine Luftspiegelung oder Schattenspiegelung. Da sind dem Meier seine Waden. Die wollen noch weiterlaufen. Vom Höllenhaus erst gesehen, genau. Aber er will nicht. Guck, und Moja wird hier bestens versorgt. Ne? So, frisch geduscht. Ein leckeres Bierchen. Bei Traumwetter hier. Also, es war eine gute Entscheidung eigentlich, die 111 nicht zu laufen und nur die 75. Moja ist etwas K.O. Die war auch froh. Und wir, glaube ich, auch. So, liebe Freunde. Das war der 10. Hollenlauf. 13. Hollenmarsch. Geiles Wetter, ne? Etwas warm. Aber schön. Hast du die T-Shirt da? Ja. Ja, bevor ich irgend so ein
Funktions-Shirt jetzt nochmal anziehen muss. Dieses T-Shirt ist die ausgereicht durch den niederländischen Freiherr von Bödeveld. Ah! So, das ist kein normales T-Shirt. Als würde die Zeit stillstehen. Ich geh auf meine Straße, lauf zu unserem Laden, seh euch alle da sitzen, weiß, dass ich richtig bin. In welchen Höhen und welchen Tiefen wir gemeinsam.